Mir gefällt das Studium an der HTW sehr gut, weil die Lernatmosphäre sehr schön ist. Wir haben eine sehr gute Ausstattung und kleine Lerngruppen und eine sehr gute Betreuung. Ich studiere Ingenieurinformatik, weil ich glaube, dass dieser Studiengang mich optimal auf die Zukunft vorbereitet und es die beste Schnittstelle zwischen Maschinenbau und Informatik bietet. Ich kann mich auch später noch entscheiden, in welche Richtung ich genau gehen möchte. Ich habe mich aber schon immer in beide Bereiche hingezogen gefühlt und vielleicht auch, weil ich nicht ganz genau wusste, ob ich jetzt mehr Ingenieur oder Informatiker werden möchte, habe ich mich für einen Schnittstellenstudiengang entschieden. Also ich finde es gut, dass es nicht so überfüllt hier ist. Es gibt kleine Klassen und die Dozenten und die Professoren, die kommen auf einen zu und unterstützen einen. Es gibt viele Tutorien, deswegen, man wird zwar gefordert, aber nicht zu sehr. Und deswegen denke ich, ist die optimale Mitte. Alle reden heutzutage von Internet of Things, Industrie 4.0 oder autonomen Fahrzeuge. Diese Begriffe kann man zu einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich Ingenieurinformatik. Denn heute verlässt kein Auto das Band, bevor nicht umfangreiche Software eingespielt wird. Zum Beispiel für Motorsteuerung, Brems- und Stabilisierungssysteme oder Unterhaltungselektronik. Moderne Gebäude werden auch per Sensoren überwacht und smart ferngesteuert. Auch bei Smartphones besteht ein hoher Bedarf an Apps, die programmiert werden müssen. Die Frage, wer kann solche Systeme oder Apps entwickeln? Ja genau, ein Ingenieurinformatiker, der sowohl die technischen Prozesse, Aggregate und Ingenieursysteme versteht, als auch in der Lage ist, bedarfgerechte und moderne Software dafür zu entwickeln. Ich mag, dass das Studium abwechslungsreich aufgebaut ist. Wir haben Fächer aus dem Ingenieurswesen wie Mechatronik und Mechanik, aber lernen auch zu programmieren. Also meine Schwäche liegt im Programmieren, weil ich das auch vorher noch nie gemacht habe, aber dadurch, dass es ein Tutorium gibt und dass jeder einen unterstützt, denke ich, ist es schaffbar. Ingenieurinformatik an der HTW Berlin ist ein interdisziplinärer Bachelorstudiengang, der das Wissen aus Informatik und den Ingenieurwissenschaften zusammenbringt. Das Studium selbst ist dabei mit zahlreichen Projekten sehr praxisorientiert und eröffnet den Studenten ein breites Berufsfeld. Unsere Absolventen arbeiten heute in den verschiedensten Branchen als Prozess- oder Systemanalytiker, Softwareentwickler, IT-Berater, Projektmanager, Maschinenbauingenieure oder Fahrzeugtechniker.